Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der XX Show. Wenn ihr diese Presse hier seht, dann wisst ihr schon, was heute ansteht. Ganz genau, heute wird wieder was zerpresst. Und ihr könnt hier schon sehen, was heute zerpresst wird, nämlich was ganz schön Ekliges. Das kann ich euch versprechen. Das sieht aus wie ein Gehirn und ist auch eins, zumindest in Squishy-Form oder zumindest in Anti-Stress-Form. Das kann man nämlich so zerdrücken, das Gehirn hier. Das sieht ja so sogar ziemlich echt aus. Natürlich ein bisschen kleiner als das menschliche Gehirn, aber trotzdem ziemlich realistisch. Und wenn man das jetzt erdrückt, dann sieht das folgendermaßen aus. Da drin ist so eine Flüssigkeit, wie man sehen kann. Wir wissen natürlich nicht genau, was das da drin ist. Und vielleicht werden wir das ja heute erfahren. Mal schauen. Je nachdem, wie schnell das Ding zerplatzt oder ob das Ding überhaupt zerplatzt, das ist die Frage hier. Denn wir wollen natürlich sehen, was da drin ist. Und das wollen wir herausfinden, indem wir das Ding zerpressen. Und dafür werden wir das jetzt natürlich wie immer unter die Presse packen und uns ganz genau anschauen, was passiert, wenn wir dieses Squishy-Gehirn zerpressen. Da haben wir jetzt gesehen, was daraus gekommen ist. Das dürfte nämlich Wasser gewesen sein. Auf jeden Fall wissen wir, dass das Ding hier zerplatzt ist. Das wurde so stark zerpresst, dass diese Flüssigkeit hier rausgekommen ist. Wir schauen uns das Ganze natürlich mal wieder aus der Nahaufnahme an und sehen hier, dass hier ein bisschen Flüssigkeit noch runterläuft. Das dürfte Wasser sein. Das hat zumindest keine Farbe, diese Flüssigkeit. Die sah von außen nur rosa aus, weil das ja natürlich durch das Ding hier gefärbt worden ist. Und hier irgendwo muss auch noch ein Loch sein. Und da haben wir es auch schon. Hier ist ein relativ kleines Loch durch die Presse entstanden. Das heißt, die Presse, die war so stark, da konnte das Ding wirklich keinen Widerstand mehr leisten. Da war es dann an der Zeit, dass das Ding zerplatzt. Und so wissen wir, das Ding hier, das kriegt man auf jeden Fall kaputt. Natürlich nicht per Hand, so da hält das dann das noch aus. Aber wenn es zerpresst wird, da ist dann auf jeden Fall ja, keine Chance mehr da, dass das Ding noch das aushält. Ja, das war's vom heutigen Experiment. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir nämlich schon. Also ich fand es echt mal ganz cool zu sehen, was passiert, wenn so ein Ding hier aufplatzt. Normalerweise kann man das ja nie sehen, wie die Flüssigkeit da drin so aussieht. Jetzt haben wir es gesehen. Und wenn euch das gefallen hat, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren, wenn ihr es nicht sowieso schon getan habt. Und dem Video einen Daumen nach oben geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann!